Unser Gast, Bine Nocic, Alleinunterhalter, Chef der Mini-Mannschaften aus Kanada und den USA, Slowene. Bine, im Deutschen gibt es ein Sprichwort. Aus einem Körnchen Wahrheit bäckt die Lüge ein Brot. Okay, super. Jetzt habe ich ein Gerücht gehört. Ja. Ich denke mal, es ist ein Gerücht, aber so ganz sicher bin ich auch nicht, dass ein gewisser Bine Nocic Cheftrainer der Slowenen werden soll. Das ist das erste Mal, dass ich das gehört. Also ist es noch ein Gerücht? Ja, das ist, wir haben noch diese eine Woche der Saison. Ja. Und dann müssen wir das Saison zum ersten fertig machen. Das ist richtig. Wir haben auch alle große Präsident und Sportdirektor hier. Ja. Und viele andere Leute von USA. Ja. Ungefähr 60 insgesamt, ich denke. Na, sag an hier. Ja, große Gruppe. Ja. Haben die alle Geld? Hoffentlich. Hoffentlich. Aber ja, zum Ersten müssen wir das Saison fertig machen. Und der Wunsch von den USA und Kanadiern ist, dass wir machen, dass wir verlegen das Vertrag dann weiter für 4 mehr Jahre. Das kann ich mir vorstellen. Aber natürlich hast du ein Problem. Bigner, Boyd Close, das sind Einzelkämpfer. Ja. Du hast ja noch keine richtige Mannschaft. Ja, das ist dann unsere Arbeit oder unsere Zukunft. Das müssen wir jetzt machen, das etwas mit Junioren, ein Juniorprogramm zu stellen. Sieht das gut aus bei den Junioren? Gibt es wirklich viele Junioren, aber das System läuft nicht so gut wie muss. Und wenn wir machen das weiter für 4 mehr Jahre, dann ich mache sicher ein bisschen andere Plan mit das Junior-System dann. Ja. Und das in vier Jahren, wir bekommen noch ungefähr 6-7 Kevins raus von da. Ja. Weil alles ist möglich. Ja. Ich hab mit Kevin 4 Jahre zurück begonnen. Er war wirklich komisch. Er wollte ja schon mal aufhören, ne? Er war wirklich, das Niveau war auch für keine Möglichkeit für FISCAP-Punkte. Alles ist möglich mit guter Arbeit, mit starker Arbeit, alles ist möglich. Er liebt große Chancen, ne? Ja, aber jetzt dieses Jahr sind wir auch ein bisschen das Technik gewechselt, geprüft auch und er kann auch kleine Chancen normal springen, ist nicht nur eine große Chance. Sag, hast du in Park City ein richtiges Zentrum, das du dort zentralisieren kannst? Ja, das machen wir auch, dass wir zentralisieren auch das Juniorprogramm. Das bedeutet, dass die machen Schule in Park City und das alles ganze Programm läuft dann in Park City auch. Hm. Weil jetzt ist das Problem, dass es gibt zu viele Zentrum und zu viele Junge ist da überall in ganz Amerika und jetzt müssen wir das zentralisiert und dann. Du bist ja nach wie vor viel in deiner Heimat, in Slowenien auch, mit den Springern. Ja, normalerweise, diese A-Team und B-Team ist immer in Slowenien. Mhm. Aber wir das, also hier in Planica? In Krain. In Krain, Krain. Und dann fahren wir zum Planica oder zum Krain. Ja. Wir haben zwei gute Zentren hier und alles ist so gut bereit, dass das ganze System hier läuft super mit dieser A- und B-Mannschaft. Aber was müssen wir machen, ist das Junior-Programm zu stellen. Und das ist dann unser Plan für das nächste 4 Jahre. Wann machen wir das? Du bist eigentlich vom Beruf Trainer, aber auch Optimist. Ne? Du sagst immer, ich mache das. Würdest du nach Finnland gehen als Trainer? Das bedeutet jetzt schon, dass ich gerne das 4-5 Mannschaften trainieren. Zum Ersten ist ich bin immer optimistisch, aber am Ende ist wichtig das Plan und dass dann diese die Basis Plan, muss die, aber auch stimmen. Die Basis stimmen und dann hart weiterzumachen. Bine, stimmt deine Basis in den USA, die finanzielle Basis? Mhm. Kannst du damit gut arbeiten? Ja. Ja, wir können jetzt sagen, dass das ganze System, speziell diese Nationalmannschaft, ist jetzt so hoch mit Geld, dass wir können kämpfen normalerweise mit besseren Nationen. Bine, wann starten die USA mit einer Mannschaft im Teamwettbewerb? Morgen. Morgen. Wirklich? Ja. Morgen haben wir Team mit USA.
Also, das ist Lesart, weil das Interview wird ein wenig später ausgestrahlt mit Biene. Das ist der Samstag in Planitzer. Passt. Ja. Und du wirst nicht Letzter? Tja, dann ich schreie morgen, übermorgen dann. Zum Junge. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und du weißt, wir verfolgen auch deine Arbeit, nicht nur die der Norweger und der Polen und der Deutschen. Das ist schön zu hören, ja. Ja, nein, wir wollen auch wissen, unsere Zuschauer wollen auch wissen, was machen die Kleinen. Und noch gehört Biene Nordzic und sein Team zu den Kleinen. Danke. Aber nicht mehr lange, ne? Ja, schauen wir. Okay, danke schön. Danke.